Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Diesmal dreht sich alles wieder um das Thema Beauty, jedoch diesmal nicht ums Haare färben, denn wie ihr seht, sind meine Haare noch immer schön pink. Nein, diesmal dreht sich alles rund um Make-up. Und nicht um irgendein Make-up, sondern um dieses Spezielle hier. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Das sind diese It-Look Boxen von Maybelline. Ich habe mir jetzt diese Box namens Rocket Out schicken lassen und möchte die heute mit euch aufmachen und einfach mal ausprobieren. Vielleicht kennt ihr diese Boxen schon. Das ist immer so, dass man eben hier die Vorderseite aufklappen kann. Dann sieht man hier den Look, den man mit den Produkten nachschminken kann. Und wenn man den dann weiter aufklappt noch, sieht man eben die Produkte, die in der Box enthalten sind. Auf der einen Seite sind meistens 4 Produkte, manchmal auch 5. Und hier sieht man eben, was man nacheinander machen kann oder soll. So, ich möchte diese Box jetzt einmal öffnen, damit ihr seht, wie diese Produkte hier drinnen sind. Da haben wir einen Augenbrauenstift und einen Mascara. Und wir haben hier noch eine Lidschattenpalette namens The Rock Nudes. Sehr vielversprechend. Und noch einen Nagellack, einen blauen. Also was ich heute gerne machen möchte, ist einfach mal das alles auspacken und mich dann auch mal mit den Produkten schminken, damit ihr seht, wie das dann aussehen könnte. Ich starte jetzt mit den Rock Nudes, mit dieser Eyeshadow Palette. Und wie ihr seht, da sind einige Farben hier auf dieser Palette zu finden. Und wenn man die Palette umdreht, sieht man auch, welche Farben gemeinsam verwendet werden können. Entweder nur zu zweit, zu dritt oder zu viert. Je nachdem, eben wie man das selbst auch möchte. Das ist natürlich auch recht hilfreich, denn man kann sich natürlich an das halten, man muss sich aber nicht daran halten. Ich werde es jedoch heute mit einem von diesen Vorschlägen probieren. Wenn ihr die Box öffnet, habt ihr hier unten noch so einen Pinsel. Wie ihr seht, ist auch recht praktisch, speziell wenn man unterwegs ist, hat man dann immer einfach direkt den Pinsel dabei. Was ich heute ausprobieren möchte, ist, dass ich mich mit diesen 4 mittleren Farben schminke. Vorgeschlagen wird von der Box, dass wenn man diese 4 Farben verwendet, dass man sich zuerst mit dieser hellsten Farbe komplett das ganze Lid grundieren sollte, dann mit der zweiten Farbe, also mit dieser unter der hellen Farbe, soll man das Lid schattieren. Sehen wir uns dann genauer an. Mit der dritten Farbe, das ist die rechts neben der hellen Farbe, soll man dann die Lidfalte etwas dünkler noch machen. Und mit diesem Goldglitzer soll man dann noch die Augen umranden. Wir werden sehen, wie das dann ausschaut. Wie gesagt, es ist zum Schminken so ein kleiner Pinsel dabei. Ich verwende jetzt aber, da ich ja trotzdem nicht unterwegs bin und eine Auswahl an Pinseln habe, verwende ich dann doch lieber meine eigenen. Gut, also dann starten wir mal. Als erstes nehmen wir die hellste Farbe, also eben diese hier, ja genau, in der mittleren, um das Lid komplett zu grundieren. Dann geht es weiter mit der unteren Farbe, genau unter der hellen ist dann eben eine etwas dunklere. Mit dieser soll man das Lid dann schattieren. Dann sollen wir eben die Lidfalte
mit der Farbe, die neben der hellen Farbe ist, akzentuieren. Nehme ich diesmal ein bisschen einen anderen Pinsel, einen dünneren. So, wie gesagt, das kommt dann jetzt hier in die Lidfalte rein. Und als letztes soll man dann eben mit der goldenen Farbe das Auge umranden. Das probiere ich jetzt mal mit so einem ganz dünnen. Mal schauen, wie das funktioniert. Oder ob man doch einen bisschen dickeren hernehmen kann. Ich glaube, da können wir einen dickeren auch nehmen. Auch noch unter dem Auge ein bisschen etwas von dem Gold. Nachdem wir jetzt den Lidschatten aufgetragen haben, werde ich meine Wimpern tuschen, nämlich mit den Falsies Push-Up Drama Mascara. Sieht so aus. Wenn man das eben genauer ansieht, der hat da recht weit auseinanderstehende Borsten. Wenn wir sehen, wie das dann ausschaut, was das für Unterschied macht beim Tuschen. Also wie man merkt, bei dem Mascara ist es so, dass doch etwas mehr Tusche auf die Wimpern kommt als bei einem gewöhnlichen Mascara. Also normalerweise nehme ich doch einen mit kleineren Borsten, die weiter zusammenstehen, wenn man das vielleicht jetzt im Vergleich sieht. Der obere ist eben einer, den was ich gewöhnlicherweise hernehme für untertags. Der untere ist dieser False Lash Mascara. Größere Borsten, sie sind etwas weiter auseinander. Nachdem jetzt die Wimpern auch schon getuscht sind, werde ich mich um meine Augenbrauen kümmern, nämlich mit dem Brow Satin Liner. Der hat zwei verschiedene Enden, nämlich einerseits so einen Stift, den man heraus drehen kann, und andererseits auch so eine Seite, mit der man Puder dann auch noch auf die Augenbrauen geben kann. Man soll als erstes immer mit der Stiftseite beginnen und mit dieser Stiftseite ebenso kleine Augenbrauenhärchen nachziehen. Wichtig dabei einfach immer kurze Striche zu machen, damit es dann nicht so fest, so aufgedrückt aussieht. So, jetzt haben wir das eben mal mit dem Stift nachgezogen. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr von meinen Augenbrauen, was ich immer so echt gut finde. So, und mit der zweiten Seite, eben mit dieser losen Puderseite, kann man dann noch ein bisschen drüber gehen, damit da keine Löcher zu sehen sind. So, ich finde das eigentlich sehr schön geworden. Auch von der Farbe passt das ideal. Das ist übrigens die Farbe Medium Brown, die bei dieser Box mitgeliefert wird. Gut, so, dann wären wir eigentlich mit dem Make-up im Gesicht schon fertig. Was ich jetzt auch noch machen möchte, ist etwas Lippenstift auftragen. Dafür nehme ich diesen. Das ist der Pink Fling Color Sensational. Der ist auch von Maybelline. Das ist diese Nummer 207. Den möchte ich noch auftragen. Der ist nämlich recht dezent, wie ihr seht.
Und lenkt also nicht von den Augen ab. Gut. Was wir jetzt noch haben, ist eben dieser Nagellack. Das ist die Color Show Nummer 661. Ocean Blue nennt sich der. Den werde ich jetzt einfach mal auftragen auf ein, zwei Nägel. Einfach, dass man sieht, wie dann die Farbe auch direkt auf den Nägeln aussieht. So, ich habe mir jetzt schnell den Nagellack auf zwei Nägel aufgetragen. Wie ihr hier seht, auf diesem Finger ist eben nur eine Schicht drauf. Dann bleibt er ein bisschen heller. Wenn man im Gegensatz dazu zwei Schichten aufträgt, ist er eindeutig ein bisschen dunkler. Gut, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Nochmal kurz eben zur Veranschaulichung. Finde ich, das Make-up ist recht gelungen und auch die Nägel dazu gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, es ist das Make-up aus dieser Box, diese Rocket Out Box. Es gibt auch noch andere Boxen von Maybelline, eben diese It Look Boxen. Ich habe vor, dass ich in nächster Zeit noch eine weitere Box von Maybelline vorstelle, aber welche das genau ist, möchte ich noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und vielleicht lasst ihr auch wieder ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Tschüss, bis bald!